Hallo, liebe Zuschauer, zu einer endlich neuen Folge von Driver San Francisco. Die letzte Folge war ja am 23. Februar 2012. Das sind jetzt also gut 2,5 Jahre, die ich gebraucht habe, um die technischen Probleme zu lösen. Aber es hat geklappt. Aufnahmen sind wieder möglich. Womit dann jetzt endlich die nächste Folge kommt. Und mit ein paar Jahren Verspätung das Let's Play doch noch sein Ende findet. Dann schauen wir mal, ob wir direkt eine neue Mission machen können. Was haben wir denn? Die Zeugen zum Unterschlupf bringen. Probieren wir doch mal. Das mag ich nicht. Ich hätte schon längst weg sein können. So. Und jetzt hängt mein Leben von Ihnen ab. Mr. Wong, ich habe noch nie einen Zeugen unter meinem Schutz verloren. Ich bringe Sie jetzt an einen sicheren Ort. Also. Einen Zeugen zum sicheren Ort bringen. Spielen wir doch mal. Glauben Sie, dass ich lange genug lebe, um aussagen zu können? Das glaube ich. Wir bleiben sicherheitshalber auf den Nebenstraßen. Klasse, ich fühle mich gleich viel sicherer. Steigern, Paranoia ist alles. Gassen senken, Minicard, benutzen Gas. Also gut, fahren wir ein bisschen Nebenstraße. Oh toll! Direkt mein erster Kopf ist gekauft und jetzt fährt er mich spazieren, damit ich mir eine Kugel einfange. Ruhig, Kumpel, ruhig. Alles ist gut. Sehen Sie irgendwie schon besser. Weniger Leute, weniger Verkehr. Genau. Ach, kommen Sie. Ja. Schwierig, wo fährt man lang? Ich kann jetzt hier geradeaus rüber. Das ist dann aber auch. Moment. Sie könnten mich auch gleich rot anmalen und aufs Dach setzen! Nur die Ruhe, mein Freund. Ruhig. Okay, okay, ich schaffe das. Schön atmen. Schon besser. Im Ernst, Zeugenschutz bedeutet normalerweise Fernsehen bis zum Umfallen und kalten Fraß aus der Imbissbude. Okay, ich versuch's mal über die dicke Graue und muss jetzt hier im Moment auf die Straße fahren. Ich hoffe, es klappt. Hören Sie, ich bin ein guter Koch. Schmiergeld ist tabu. Ihr ganzes Gehalt ist Schmiergeld. Ja. Sie sind doch der Insider. Okay, okay. Das ist gut. Sie? Ich weiß, was ich tue. Sie haben das Wort unauffällig nicht ganz verstanden. Ach was. Mal links und dann wieder rechts. Der nächste links soll es auch so gut wie geschafft. Das reicht aber, okay? Okay. Das Ziel ist schon in Sicht. Ich weiß gar nicht, was der hat. Gütiger Gott! Ach, scheiß Boss. Damit wäre das auch erledigt. Oh, da stimmt was nicht. Sehen Sie, hab ich doch gesagt. Wir müssen hier weg. Wagen 43. Ach, Paula Bär, hier spricht Iglo. Unterschlupf ist geplatzt. Müssen uns sofort zurückziehen. Over. Also, dann euer Zielort wurde auf PDA übermittelt. Wir haben noch ein Problem. Was denn? Ich habe einen Online-Coup arrangiert. Ich brauche einen Computer, sonst werden viele böse Dateien veröffentlicht werden. Boah. Das Mann, Olaf, so macht euch bereit, wir kommen schnell rein. Out! Na, wo ist denn die nächste Straße? Hier geradeaus.
Ich dachte, Sie wären eben schon wie ein Irrer gefahren. Meine Skala geht rauf bis 11. Wir sind erst bei 2. Ich glaube, scharf links. Hier wieder hoch. Echt mal ein unauffälliger Fahrstil. Er ist unauffällig. Das war ein Scherz. Werden wir es schaffen? Ich schaffe es immer. Egal wie. Niemand würde das für bemerkenswert halten, wenn wir in Deppendorf wären. Das war also Ihr Plan. Mord durch stumpfe Gewalteinwirkung. Ja, ich versuche doch nur die Nebenstraßen zu finden. Jetzt läuft ja auch die Zeit davon. Sie müssen mich hinbringen. So. Bitte. Wir sind fast da. Versprochen. Mir fehlen die Worte, Mann. Danke. Kein Problem. Viel Spaß beim Fernsehen und den vielen kalten Pizzas. Na, geht doch. So. Was kommt als nächstes? Haben wir eine Hauptmission, die wir noch machen können? Ich glaube, ja. Das ist so ein schönes Tee. Nano. Okay. Gucken wir mal hier. Das Tee fährt doch da. Das ist unser schönes Auto. Dann führen wir mal die Story vor. Für den Platin-Raub brauchten die einen Insider. Gar nicht blöd, Partner. Unser Insider ist ein junger Mann namens Dennis Haynes. Hat 3 Jahre da gearbeitet, ist ruhig, bleibt eher für sich. Und plötzlich wirft er mit Geld um sich, als wäre er ein King. Nicht sehr klug. Wenn wir aufmerksam geworden sind, dann Jericho auch. Das ist nicht gut. Machen wir doch gleich mal. Also wo können wir diesen Dennis Haynes finden? Er und sein Partner machen Mittag beim Golden Gate Park. Er muss seinen neuen Schlitten vorzeigen. Dann versauen wir ihm den Appetit. Klingt nach Spaß. Wenn wir Jericho mit diesem Raub in Verbindung bringen können, dann ist er noch in der Stadt. Dann hat er jedenfalls einen guten Grund, hier zu bleiben. Was bedeutet, dass wir das Netz langsam zuziehen können? Warum gibt es hier eigentlich so ein schönes Navi wie bei GTA? Der Typ ist ein absoluter Niemand. Hat noch nichts erreicht. Ein Sack voller Hunderter lässt solche Nieten nicht kalt. Muss man nicht mal gucken, wo man... Verkratzt das Auto nicht! Sicher, dass er in der Nähe der Brücke ist? Ich weiß nur, dass er sich da gern ein ruhiges Plätzchen sucht, um zu essen. Ah, wenn er einen nagelneuen Protzschlitten fährt, sollte er auffallen. Ich sehe nichts. Das muss unser Mann sein. Wunderbar. Gefällt mir. Du wirfst echt ordentlich mit Geld um dich in letzter Zeit, Haynes. Ich sagte doch, meine Tante hat mir was vererbt. Komm, Haynes, mir kannst du sagen, du warst bei dem Platinraub dabei, oder? So ein Quatsch! Wie kannst du sowas behaupten? Ah, wenn du es so spielen willst. Schnall dich an, Freundchen, das wird jetzt ein wenig haarig. Hey, entspann dich, Mann. Erst erzählst du mir alles. So, sein Puls hochbringen. Was zum Teufel ist los mit dir? Ach komm, Mann, ich geb dir mein Mittagessen. Ich will dein Mittagessen nicht, Dennis. Aber schon nur durch simples Fahren steigt sein Puls. Hör auf, du Wahnsinniger! Das ziehen die mir vom Gehalt ab. Ach, Dennis, ich weiß längst, dass du das mit schmutzigem Geld gekauft hast. Bist du irre? Du bringst uns noch um. Hey, dann erzähl einfach die Wahrheit. Bitte, aufhören! Bitte! Sag mir, was ich wissen will, Hans. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal ein bisschen springen. Ansonsten wird das mit dem hier nichts. Ah, doch. Oh
Okay, okay, es stimmt. Ich hab denen von dem Platin erzählt. Ah, dann rede schnell, Dennis. Ich brauche Details. Die wussten, wer ich bin, die... Oh Gott. Tja, da hat sich wohl noch jemand gedacht, dass du redest. Bitte, du musst mich retten. Die bringen mich um. Schön, aber wenn du mir was verheimlicht, wirst du dich zu den anderen wünschen. Also mal wieder welche abschütteln. Mach so weiter und ich erzähl dir gar nichts. Hey, halt ein bisschen Abstand, Mann! Und so davon. Ich muss kotzen. Toll gefahren, du Penner. Hast du echt eine große Klappe riskiert? Hey, das war doch gut. Wir haben einen abgehängt! Schöner als San Francisco, wo ich über den Schuh springe. Aber sie hängen mir noch ganz schön dicht auf den Fersen. Man sieht immer nicht, wohin man springt. Ich will nicht sterben. Nicht auf der Arbeit. Spielst du jetzt mit, Haynes, oder muss ich das nochmal machen? Auf damit! Ich glaube, das war nichts. Wir sind fast Schrott. Hat sich schon die Motorhaube verabschiedet. Und ihm wird gleich übel. Bring mich hier raus und ich dreh nie wieder was. Nie wieder! Langsam kriegen wir das Problem eines schwachen Autos. Du hängst sie ab! Du bist ein Held! Layla! Mal mir ein Bild, Dennis. Das war echt ein heißer Feger. Total exotisch. Hier piept schon und was. Und sie ist es wahrscheinlich auch, die meinen Tod will. Ich hab dir geholfen, jetzt hilfst du mir. An wen wollte Layla das alles verkaufen? Mann, Platin ist unverkäuflich. Viel zu einfach zu finden. Die verkaufen das nicht, die wollen es benutzen. Wie benutzen? Keine Ahnung, Mann, ich bin nur ein Fahrer. Naja, sein Auto ist jetzt erstmal Schrott. Layla hat also den Platin-Raub organisiert und Jericho plant, das Platin zu benutzen. Wie soll man bitte schön Platin benutzen? Naja, Legierung. Schmuck. Und in der Chemieküche findet man bestimmt auch was dafür. Die nächste Mission. Wir müssen, glaube ich, wieder eine Nebenmission machen erstmal. Auto 1 an Auto 2. Alles klar, Macy? Alles klar, Dad. Ein Rennen fahren. Mit einem Nissan Skyline. Auto 1 an Auto 2. Alles klar, Macy? Alles klar, Dad. Wir müssen nur Erster und Zweiter werden. Ja, das ist alles. Jules sieht richtig heiß aus und scharrt schon mit den Hufen. Wie geht's Duke? Kann's kaum erwarten. Viel Glück. Wir sind ein Team. Wir brauchen kein Glück. Also wieder mit zwei Autos an der Spitze fahren. Denk dran, das ist ein Rennen, keine Strandparty. Schon klar. Du musst unter die ersten zwei. Und Macy auch. Wird kabbelig da draußen. Ich will doch geradeaus. Okay, du hast das drauf. Das kann ich nicht leugnen. So, jetzt mal nach vorne mit dem hier. Dann zum nächsten. Komm schon, Macy. Erster oder zweiter Platz, völlig egal, welche Reihenfolge. Wir müssen beide Wagen ins Ziel bringen. Ja, aber deinen Alten willst du ja wohl schlagen. Tu einfach das, wofür du bezahlt wirst. Und fahr, Duke. Nur schlechter Stern für uns alle. Ich dachte, du sollst erster und zweiter werden. Vorsicht!
gerade nicht selbst fährt, sind sie immer so total lahmarschig. Dieser Wagen ist einiges wert. Hier erstmal erst zu hören. Ich weiß nicht, was das mit dem anderen ist, wo ich dann Kontrollpunkte verloren habe. Komm schon, Buster, hau rein! Keine Sorge, Süße. Jules hat noch ein paar aufgehoben. Das wird schon. Ich glaube, das wird nichts. Ich weiß gar nicht, war ich vorher auch so schlecht in diesem Rennen? Das ist wie Buenos Aires, Duke. Ich und Dad waren die Herrscher der Straßen. Die gute alte Zeit, hm? Was sieht ihr? Bisschen Nitro. Jules, ich liebe dieses Auto. Ich liebe es schon lange. Mach schon hin, Jules. Du machst uns doch alles kaputt. Ich? Ist doch auf. Zu knapp, Duke! Duke! Oh. Die Fahrt noch mal schneller. Jules, du weißt, was ich für den Wagen empfinde. Ist mir egal. Wir liegen. Viel zu tun und kaum noch Zeit übrig. Genau. Sieht eher nach den letzten beiden Plätzen aus. Nimm deine Hand von meinem Knie. Toll. Oh. Das Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Haben das alle verstanden? Na, ja, nochmal habe ich da jetzt keine Lust drauf. Offenes Rennen. Nee. Was ist das denn hier? Eine Mutprobe. Spiel. Alles Mögliche zerstören. Das sollte ich schaffen. Bestanden. Was steht denn im Tipp? Mit Aktivitäten und Mutproben, Missionen beenden oder Lebenskraft. Sprengen wir nochmal. Oh, Scheiße! Na, ich glaube, das nächste Rennen mache ich dann in der nächsten Folge. Schauen wir doch mal in der Werkstatt, was wir da Schönes haben. Werkstatt betreten. Fahrzeuge. Stimmt, ich erinnere mich. Hier konnte man Fahrzeuge kaufen.
Paris. Habe ich schon welche? Ich glaube nicht. Ja, verlassen. Also gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.